Schülerinnen und Schüler, geschätzte Damen und Herren. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen erholsamen. Und das war es eigentlich gewesen. Verehrte Schuljugend, liebe Gäste, es ist ein Freudentag für die Schweizerische Stiftung zur Erhaltung der Hohlen Gasse. Denn heute kann sie nicht nur auf 75 Jahre fürsorgliche Betreuung dieser eidgenössischen und einzigartigen Stätte zurückblicken, sondern auch auf eine ausnahmslos erfolgreiche Auftragserfüllung. Seit jeher ist diesem Ort nicht die Tat, sondern die Wirkung im Mittelpunkt gestanden. Dieser aussagekräftige Ort spielt seit Jahrhunderten, nicht erst seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, eine prominente, eine herausragende Rolle in der eidgenössischen Erinnerungskultur. Nicht historische Fakten, sondern historische Wirkung sollen hier vermittelt werden. Es führe keinen anderen Weg ins Dorf. Beim Schiller steht so geschrieben. Und stimmt es ab heute auch nicht mehr ganz. Tollgas, die ist uns geblieben. Wie dumm kennt man den historischen Ort? Wegen der Jugend hätte man ihn behalten. Sie gesammelt in der ganzen Schweiz, um uns den Weg zu erhalten. Dann hätte die Kinder nicht zusammengehauen. Hat man eine breite Hauptstrasse gebaut, wo eine Stille sich um die Kapelle leitet, wäre es lärmig jetzt und laut. Beim Spazieren unter den hohen Bäumen spürt man einen Hauch aus grauer Zeit. Es erinnert einem an die Tellengeschichte, an Land von Gessler und sein Streit. Es hat gar manches sich geändert im Laufe von vielen Jahren. Doch eins, das ist uns allen klar, Tollgas wollen wir bewahren.